Ja, Hanna, willst du dich eben ausziehen? Dann können wir ja zusammen ein bisschen in den Swimmingpool. Du hast ja deine Schwimmsachen dabei, oder? Ja, Linus, ich gehe eben aufs Klo. Kommst du mit? Zum Glück habt ihr einen Swimmingpool. Sonst, ja, würden wir ganz schön doll schwitzen. Ja, mein Opi war gestern so lieb und hat den nochmal, ja, mit Wasser vollgemacht, weil er meinte, die nächsten Tage soll es noch warm werden. Ja, und vielleicht in 2, 3 Monaten hätte ich da eine Chance. Nein, das tut uns sehr leid. Wir sind leider dicht. Da müssen Sie eine andere Kita finden. Hätten Sie auch keinen Platz für einmal die Woche, für nur 5, 6, 7 Stunden? Also da muss es doch irgendwas, ja, dass man irgendwas machen kann. Ja, das tut mir sehr leid. Also wir sind leider auch komplett dicht. Das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr später Zeitpunkt, dass Sie sich dafür entscheiden, das Kind in den Kindergarten oder in die Tagesstätte zu geben. Tut mir wirklich leid. Oh, warten Sie mal ganz schnell. Bleiben Sie mal eben bitte dran. Emma, was machst du denn da? Das ist Katzenfutter, damit kann man nicht spielen. Komm mal hierher. Hör bitte auf, da in den Napf rumzuwühlen. Das macht man nicht. Entschuldigen Sie bitte, da bin ich wieder. Also gibt es keine Möglichkeit, dass ich mein Kind für 1 oder 2 Tage die Woche zu Ihnen bringe. Nein, auf gar keinen Fall. Sowas machen wir nicht. Das tut uns sehr leid. Okay, Hanna, ich wäre fertig. Ja, ich bin auch fertig. Dann lass uns mal schnell in den Garten ein bisschen frische Luft schnappen und im Pool planschen. Ach, Emma, dass es schwer wird, für dich einen Platz zu bekommen, das habe ich mir schon gedacht. Aber dass es so schwer wird, das ist ja der absolute Hammer. Also, ich weiß nicht mehr, wo ich jetzt noch anrufen soll. Ja, nächste Woche, da fahren wir zu meinem Cousin. Der wird ja eingeschult. Ach, der Markus. Ach, den fand ich so nett. Ja, der ist auch wirklich nett, wenn auch ein bisschen verrückt. Ja, weißt du, was meine Mama danach gesagt hat? Danach die Woche, da müssen wir auch schon wieder in den Kindergarten. Dann ist die Sommerferien schon vorbei. Ach ja, stimmt. Ach Mensch, aber das reicht denn auch, oder? Ich freue mich schon auf die anderen und es gibt bestimmt auch viele neue Kinder. Na, Fussel, ist es dir viel zu warm? Ja, unser Rudi, der liegt auch nur rum bei dem Wetter, der Arme. Mit so viel Pelz, da schwitzt man auch bestimmt. Na, Kinder, seid ihr jetzt soweit fertig? Ja, wir wollen jetzt gleich raus. Ja, wartet aber bitte noch mal eben einmal kurz. Ich muss mal eben schnell ans Telefon, ja? Fröhlich? Ja, schönen guten Tag. Hier ist die Krippe, Luisenthal. Sie hatten angerufen wegen einem Kita-Platz für Ihre Tochter, oder? Ja, genau. Ich hatte angerufen. Haben Sie vielleicht Neuigkeiten für mich, wenn es geht, positive? Nein, das tut mir wirklich sehr leid. Wir sind leider komplett dicht. Ich habe noch mal geguckt, aber keine Chance. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ja, das ist sehr schade. Trotzdem vielen Dank für Ihre Mühe und Ihren Rückruf. Ja, ich wünsche Ihnen viel Glück bei der weiteren Suche. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihrer weiteren Suche. Ach, als ob Sie nicht wüsste, dass ich sowieso keinen Platz finde so schnell. Ach Mann, so viele Kindergärten sind hier nicht mehr auf der Liste. Ach, so was Blödes. Oh, Linus, was ist denn mit deiner Mama los? Sie ist ja ganz schön sauer, das sieht man ja richtig. Ja, also sie will wohl wieder ein bisschen arbeiten und sie findet keinen, der auf Emma aufpasst. Ach, Mann, sie will wieder arbeiten in ihrem alten Job? Ja, genau, da mit diesen ganzen Hochzeiten. Oh, das ist ja toll, vielleicht brauchst du mal ein Blumenmädchen. Das mache ich denn auf jeden Fall. Ja, aber ich bin ein bisschen traurig. Ich habe Angst, dass sie sich nicht mehr um uns kümmert. Ach, Linus, natürlich kümmert deine Mama sich um dich und um Emma. Ja, warum sollte sie sich denn nicht um dich kümmern? Meine Mama geht doch auch arbeiten und kümmert sich um mich. Ja, das stimmt, aber ist irgendwie komisch. Sie war jetzt immer zu Hause. Genau, Linus, ich kümmere mich trotzdem um dich. So, bevor wir rausgehen, Sonnencreme nicht vergessen. Och, Mann. Uiuiui, ist das Wasser kalt. Ja, das stimmt. Warum ist denn das so kalt? Ich weiß nicht. Vielleicht war die Sonne noch nicht doll genug da heute. Es muss doch irgendeine Lösung geben hier. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen weiter dann fahren, einmal die Woche, dann ist es halt so. Hätte Mia mir mal vor ein paar Wochen schon gesagt, dass es ihr so schlecht geht, dann ja, hätte ich viel eher reagieren können. Das ist jetzt so schwer, einen Platz zu finden für Emma. Fröhlich? Hallo, hier ist die Kindertagesstätte Kinderleben. Sie hatten um einen Krippenplatz für Ihre Tochter gefragt. Ja, genau. Ich bräuchte ganz dringend einen Krippenplatz für meine Tochter. Das Ding ist, es würde auch reichen, wenn sie 1 bis 2 Tage die Woche nur kommen könnte. Für ein paar Stunden. Ja, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass unsere Krippe total überlegt ist. Also es tut mir wirklich leid, aber wir haben keinen Platz mehr. Ja, das habe ich mir fast schon gedacht. Es ist ziemlich schwer, jetzt hier einen Platz zu finden. Aber danke für Ihre Rückmeldung. Ja, wir drücken Ihnen ganz doll die Daumen, dass Sie schnell einen neuen Platz finden für die Kleine. Oh Mann, ey, ich flipp noch aus. Ach, guck mal, Mia schreibt mir jetzt auch gerade. Schreibt sie denn da?
Also wenn man länger drin ist im Wasser, dann ist es gar nicht mehr so kalt. Ja, ich probiere das auch mal aus, Linus. Warte. Ich liege so gern auf dem Rücken im Planschbecken. Das macht so viel Spaß. Ja, man fühlt sich immer so ein bisschen, als ob man durchs Wasser fliegt. Oder vor allem brauchen wir hier keine Schwimmflüge. Das ist das Beste. Oh, Linus, weißt du, was mir gerade einfällt? Huch, Hanna, warum erschreckst du mich denn so? Was ist denn los, Hanna? Warum bist du denn so aufgeregt? Ja, weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Ich habe doch gesagt, wenn man durchs Wasser fliegt. Und da habe ich mir vorgestellt, wie wir durch den Wald fliegen. Und bei uns da vorne ist doch dieser große Wald da, wo ich wohne. Und da hat ein ganz großer Kindergarten aufgemacht. Ich glaube, der ist eher für kleinere Kinder. Ja, da können wir doch deine Mama erzählen. Vielleicht weiß sie das ja noch gar nicht, weil das ja alles so neu ist. Also der macht erst, glaube ich, auf. Ja, aber das weiß meine Mama doch bestimmt schon. Sie hat doch alles aufgeschrieben. Da liegen noch so viele Zettel. Ich glaube nicht, dass sie das weiß, weil meine Mama wusste das auch nicht. Sie ist extra hingegangen und hat gefragt, was das denn für ein Gebäude wird. Und dann meinte sie, dass wir noch hier einen Kindergarten brauchen für kleine Kinder. Ja, und dass der da hinkommt, ein Waldkindergarten. Ja, 30 Kilometer fahren. Ich weiß nicht, ob sich das alles noch lohnt. Blöd, wenn Opa und Oma die Kleine mal abholen müssen. Das kann bestimmt mal vorkommen. Ach, was mache ich denn jetzt nur? Wir können das ja an meiner Mama ruhig erzählen. Dann weiß ich es erstmal. Genau, Linus. Was sie weiß, das weiß sie. Komm, wir gehen schnell ihr das erzählen. Hey, hey, Hanna, nicht so schnell. Nachher fällst du noch hin. Ja, aber Sophia hat mir auch schon so oft geholfen. Jetzt will ich ihr auch mal helfen. Ja, trotzdem vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Einen schönen Tag noch für Sie. Na, Kinder, habt ihr keine Lust mehr im Pool zu spielen? Nee, aber wir haben voll die gute Idee gehabt. Ich dachte, ich sag dir das mal. Mir ist gerade was eingefallen. Ich hoffe, diese Idee hat nichts mit Tinti oder Glibby zu tun. Ja, also vielleicht weißt du das ja auch schon. Aber bei mir da, wo ich wohne, da am Waldstück, da hat ein ganz neuer Kindergarten aufgemacht. Ja, oder macht erst auf, ich weiß es nicht. Ja, und ich dachte, vielleicht weißt du das ja noch nicht. Und meine Mama hat erst neulich gefragt und ja, vielleicht haben sich da ja so viele Kinder noch nicht angemeldet. Der ist ja ganz neu und viele wussten das ja vielleicht gar nicht. Ich würde dir so gerne helfen, Sophia. Ach Mensch, Hanna, komm mal her. Das wusste ich tatsächlich nicht. Das habe ich ja noch nie gehört, dass da ein Kindergarten ist. Ja, angeblich ist das auch eher so für kleinere Kinder, hat Mama mir erzählt. Weißt du denn genau, wo das ist? Ja, ich weiß, wo das ist. Da, wo ich wohne. Ein bisschen weiter. Ja, dann fahren wir da sofort hin. Da muss ich mal gucken. Kannst du mir das zeigen? Ja, klar zeige ich dir das. Wie jetzt? Wir wollten doch baden. Ach, Linus, komm, wir helfen schnell deiner Mama und danach können wir immer noch baden. Na gut, Kinder, dann zieht euch mal schnell an und ich mach schnell die Emma fertig. So, Mia, es gibt neue Hoffnung. Kinder, kommt jetzt bitte, wir wollen los. Ach Mann, Hanna, das tut mir jetzt echt leid, wir wollten noch baden. Nee, Linus, weißt du, wann wir baden gehen, wenn wir gleich wiederkommen? Erstmal suchen wir jetzt einen Kita-Platz für deine Schwester, damit Sophia auch gleich wieder gute Laune hat. Sie hat so viel für mich getan, da will ich unbedingt, dass sie gute Laune hat. So, Hanna, also fahren wir jetzt erstmal in die Richtung da, wo du wohnst. Und dann weißt du genau, wo das ist? Ja, ich weiß, wo das ist. Schau mal, Sophia, hier vorne den kleinen Weg, den musst du reinfahren. Hier vorne rein, genau da. Guck mal, da auf deiner Seite, da ist das. So, Kinder, dann mal ganz schnell rüber. Boah, das ist ja schön hier. Ja, das ist viel schöner als bei uns. Guck mal, wie bunt das hier alles ist. Ja, sieht echt toll aus. Hast du gesehen, da hinten ist noch ein ganz großer Anbau und so ein kleines Häuschen und so. Ja, Hanna, hier ist es viel schöner als bei uns im Kindergarten. Warum sind wir denn nicht hierher gekommen? Ja, ich glaube, das ist ja für kleinere Kinder, ne? Das ist ja hübsch eingerichtet. Sieht echt toll aus. Aber scheint keiner da zu sein. Also, Hanna, wenn das klappt, dann hast du aber echt einen super Tipp hier gegeben. Sieht hier wunderschön aus. Ja, das ist viel schöner als bei uns. Warum darf Emma in so einen schönen Kindergarten und wir nicht? Ja, Linus, du wolltest damals unbedingt in diesen Kindergarten. Ich kann es jetzt leider nicht ändern. Ja, aber leider ist keiner hier. Oh, doch. Schau mal, Sophia, da geht gerade jemand raus. Oh, tatsächlich. Entschuldigen Sie bitte. Die Frau hört ja gar nicht. Entschuldigen Sie bitte. Ach, du Schreck. Ach Gott. Was erschrecken Sie mich denn so? Ach, Frau Özdemir, was machen Sie denn hier? Oh, schönen guten Tag, Frau Fröhlich. Ja, ich putze gerade. Das ist ja wirklich ein Zufall, dass Sie jetzt hier sind. Ja, wirklich toll. Sagen Sie mir, Frau Özdemir, können Sie mir sagen, ob in dieser Kita noch Platz ist? Erstmal, Frau Fröhlich, ich bin Yildiz.
Ach ja, entschuldigen Sie bitte, ich bin Sophia. Ja, also sind wir jetzt beim Du. Ja, bitte, dieses Sie und Her und keine Ahnung, das kann ich überhaupt nicht leiden. Ja, also ich bin Yildiz. Ja, ich bin die Sophia und das da vorne ist mein Sohn Linus und ja, seine beste Freundin Hannah. Ich habe ein ganz großes Problem. Ich brauche unbedingt einen Krippen- oder Kita-Platz für meine Kleine. Es muss auch nur für ein oder zwei Tage die Woche sein. Ich habe einen Laden mit einer Freundin und meine Freundin ist total überarbeitet und ich muss sie ein bisschen entlasten. Weißt du zufälligerweise, ob hier noch was frei ist? Puh, also das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber letzte Woche hat mich noch die Leiterin gefragt, ob ich noch, ja, ein Kind oder zwei Kinder habe, die hier rein möchten. Ja, vielleicht hast du ja Glück, wenn du dich morgen hier gleich meldest. Jetzt ist hier keiner mehr. Wir sind hier noch am Umbauen und Aufbauen und so und ich komme jeden Tag hier zum Putzen. Ich weiß noch nicht so richtig, wo ich beruflich hierher will in dieser Stadt. Ich habe in meiner anderen Arbeitsstelle so viel gearbeitet und habe die Kinder ein bisschen, ja, nicht vernachlässigt. Aber es wurde mir einfach alles zu viel. Deshalb wollte ich jetzt hier erstmal eine leichte Arbeitsstelle haben. Wir sind ja auch noch am Umbauen. Das passt mir ganz gut, wenn ich ein, zwei Stunden hier mal zum Putzen herkomme. Aber komm doch morgen am besten gleich vorbei. Morgen früh ist die Leiterin hier. Ja, und letzte Woche hat sie mich, wie gesagt, noch gefragt, ob ich noch ein Kind habe oder zwei, die hier gerne her möchten. Es ist aber nicht ganz billig hier. Aber hier wird wirklich viel gemacht und auch wirklich viel geboten. Weil hier vorne kann man ja nicht alles sehen, aber es ist ein riesengroßes Gelände. Also wenn ich Kind gewesen wäre, ich wäre hier gerne zum Kindergarten hergekommen. Die Leiterin heißt Monika. Wenn ich sie morgen früh sehe, lege ich sofort ein gutes Wort für dich ein, Sophia. Wenn du so dringend einen Krippenplatz brauchst und nur ein bis zwei Tage die Woche, das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Ach, Yildiz, du bist ein Schatz. Vielen, vielen Dank. Wenn das klappt, hast du auf jeden Fall ein Gut bei mir. Wirklich. Ach, Quatsch. Gar nichts habe ich gut bei dir. Das gehört sich doch so unter guten Nachbarn. Ich würde mich auch mal freuen, wenn wir uns mal auf einen Kaffee mal treffen. Und vielleicht können unsere Kinder auch mal zusammen spielen. Oh Mann, ey, Sophia, zum Glück habe ich dir gesagt, dass hier diese Kita ist. Oh, zum Glück kennst du diese Frau. Vielleicht kann sie ja wirklich was für dich machen. Ja, die ist wirklich sehr nett. Ich bin schon ein bisschen neidisch auf Emma. Diese Kita ist wirklich so viel schöner als unsere. Ja, stimmt. Die hatten auch richtig viel Spielzeug draußen, nicht so wie wir. Und ich habe nicht mal alles gesehen. Echt blöd, dass unser Kindergarten so wenig Spielzeug hat. Habe vielleicht heute Glück gehabt. Habe einen Termin. Ja, hallo Kinder. Ach ja, das sieht aber gut aus, die Kita da von Emma, oder? Viel schöner als unsere, also als meine und die von Hannah. Voll blöd. Ja, wollt ihr unbedingt wissen, wie die Kita im Ganzen aussieht, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben und kommentiert. Ja, ich hoffe, dass Emma es dahin schafft. Vielleicht kann die Yildiz oder die Frau Özdemir noch ein gutes Wort für uns einlegen. Das wäre echt toll. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Bis dann, tschüss.